Schon im letzten Sommer ist von Experten gefordert worden und auch von der Opposition im Deutschen Bundestag, dass es Konzepte für die Alten- und Pflegeheime geben soll. Ich habe darauf hingewiesen. Das heißt, entsprechende Masken bereitzustellen. Das heißt, entsprechende Schnelltests bereitzustellen. Dort ist viel zu lax agiert worden. Und bei Kitas und Schulen wird mit vergleichsweise großer Härte agiert. Das ist ein Widerspruch.